Oh, shame, das ist echt ein toller Dungeon. Ist auch noch absolut original, so wie es Ultima Online selber gemacht hat. Der Server hier hat selber nichts dran verändert. Finde ich auch ganz schön. So viele Skorpione, das ist ja furchtbar. Uah, nein, jetzt bin ich vergiftet. Aber bin ich froh, dass man sich hier gleichzeitig auch mit Heilung hier heilen kann. Ups. Na. Doch, jetzt. Denn hier kann man sich wirklich selber die Skills zusammenwürfeln, wie man das gerne haben möchte. Und dann kann man wirklich einfach loslegen. Ich habe ja hier einen Archer-Tamer, also so halb. So halb. Eigentlich noch gar nicht wirklich. So. Hier ist volles Haus, wer? Ich könnte natürlich alles hier mit der Hand looten oder so oder gucken, ah, was haben die so, aber das ist eigentlich nicht ganz so spannend. Humus. Ich glaube, das brauchten wir auch. Das ist noch eine andere Reagenz hier, aber ich glaube, das gehört zu den anderen Reagenzien, zu diesen besonderen Reagenzien, diese Rare Reagenzien. Hä, hier sind wir doch lang gelaufen, oder nicht? Ach nee, hier das, andere Weg. So, jetzt aber. Jetzt haben wir hier den unteren Weg auch fertig. Jetzt gehen wir den ganz linken, außen. Und dann gehen wir mal in die zweite Etage, gucken uns die mal an. Oh, ganz schön leer hier. Ja, hier stehen drei. Also wenn man zum Beispiel zu faul zum Minen ist und lieber jagen geht oder so, hier kann man auch Eisenerz bekommen. Kann man, muss man nicht. Minen hier zum Beispiel ist auch super einfach und geht sehr, sehr schnell. Man kann sich sogar Skripte machen, damit man das nicht immer selber klicken muss. Hier klicken sie auf die Schaufel, klicken sie dann auf den Boden und sowas. Kann man alles automatisieren. Finde ich auch sehr, sehr schön hier. Wenn man ein bisschen Magie begabt ist, kann man hier auch aufschließen hier. So eine kleine Holzkiste ist hier. Kann man so kleine Holzkisten hier öffnen. Mit Lockpicking, also mit Schlösserknacken selber dem Skill, den gibt es auch. Kann man die größeren, die ganzen Holztruhen und die ganzen Metalltruhen und sowas öffnen. Und dann gibt es doch ein bisschen auch Gold. Holzen brauchen wir nicht, das andere Zeug brauchen wir auch nicht, dann lassen wir das einfach drin. Server hat auch gerade einen World Save gemacht. Somit, wenn der mal crasht, ist auch alles gesichert. Juhu, wieder eine Explosion. Und 95 Gold. Davon kann ich auch nichts gebrauchen. Da ist ein Ring. Ne, der ist nichts. Da ist nichts drauf. Also gibt hier Schmuck und sowas alles, wo ganz verschiedene Sachen drauf sind, wie Stärke, Resistance und so weiter. Ist auch ein sehr umfangreiches Spiel. So, jetzt sind wir auf der zweiten Etage. Ich hoffe mal, dass ich hier jetzt besser klarkomme. Als ich das letzte Mal hier war, war das ganz schön haarig. Oh. Okay. So, haben die irgendwelche besonderen Sachen drin? Ganz normal. Also hier zum Beispiel könnte man jetzt das mitnehmen. Und damit könnte man jetzt den Beil Holz hacken gehen und sowas. Hält mich ehrlich gesagt auch ein bisschen. Da ist Dual-Copper-Elementar, der hat so anderes Metall halt drin, etwas besseres. Aber wir müssen erstmal die magischen hier loswerden, bevor wir uns dem widmen. So. Okay. Es lief doch ganz gut. Was hat er denn so drin? Hier hat er wirklich Dual-Copper drin. Aber das ist, nicht wirklich gut. Das ist, also das kann man ruhig überspringen, wenn man irgendwelche Rüstung oder irgendwas machen will. Hier sind nochmal zwei. Uiuiui. Habe ich denn noch genug Pfeile? Jo. Oh, da kommen noch zwei. Ui, wie viel Schaden machen die denn?
Wird ja eigentlich auch skillen, ne? Auch so viel Schaden machen die gar nicht. Ich habe mir das eigentlich schlimmer vorgestellt. Zack. Wie gesagt, da ist noch eine Kiste. Manche dieser Kisten... Oh, die ist zu gut. Okay, die können wir leider nicht öffnen. Manche Sachen kriegen wir halt nicht. In manchen Kisten gibt es sogar tatsächlich besondere Token. Also es sind so... Die sehen hier so aus wie Wachs oder so. Und da kann man sich dann beim Staff etwas gegen eintauschen. Zumindest gab es das mal. War so ein Event und die gibt es immer noch. Das Skript ist immer noch aktiv, deswegen kriegt man ab und zu mal auch noch solche. Aber sie sind wahnsinnig selten. Und man muss sich schon anstrengen, die dann auch zu finden. Und dann irgendwann sagen die Staffis, jo, jetzt könnt ihr eintauschen und dann könnt ihr das auch machen. Aber ganz schön leer jetzt hier gerade, oder? Oh, direkt 4 auf einmal. Wow. Aber es sind wieder Dual-Kopper. Die gehen noch. Und geben gut Token. Also muss ich echt schon sagen, die sind gar nicht so übel. Wenn wir ein bisschen Abstand nehmen, hier wegen Heilen. Uns unterbricht der noch, weil er viel zu schwach ist dafür. Jo, hat geklappt. Super. Aber die haben nicht so viel Gold drin, wie ich eigentlich erwartet habe. Also ich hätte mehr erwartet. So. Yeah. Ich habe eine Sea Serpent, also eine Seeschlange, umgebracht. Ich bin Imber. Naja, eigentlich nicht, aber... Oh. Man möchte schon doch manchmal sein. Na, die fliehen leider. Ich komme, glaube ich, an die Krake da nicht mehr ran. Muss man wahrscheinlich hier hinstellen, damit die nach unten flieht. Die flieht immer von einem weg. So, die Sea Serpent, die schneiden wir mal auf. Aber nicht mit dem besonderen Messer, das wäre Selbstmord. Denn dann ruft man Ätheral Tiere und wenn das ein zu starker ist, der nietet uns um, ohne sich anstrengen zu müssen oder so. Das können wir nicht. Sehen wir nicht. Das ist doch doof. Ah, jetzt bin ich aus Versehen von meinem Tier runter. So, das war die nächste Etage. Also eigentlich ist die ein bisschen größer, aber wir wollen ja mal weiter gucken. Wir laufen oben mal lang. Wir laufen oben mal lang. Ist ein großer Dungeon mit mehreren Etagen und so. Wow. Das sind ein paar Skorpione. Jupp. Gute ist, die sind auch recht schnell immer respawned alle. Das heißt, wenn wir gleich wieder rausgehen, könnte sein, dass wir schon wieder in den Respawn rennen. Ach du Schande. Ach du Schande, was ist das denn hier? Hier geht's ja voll ab mit Skorpion. Wow. Oh, wir haben etwas gefunden. Ein Artefakt. Oh, das ist auch ein netter Bonus. Das kann man nämlich ab und zu mal unterwegs finden. Auf Karten, ich bin ja auf Trammel, auf Feluca gibt es sowas auch, aber unterschiedliche halt. Und das hier ist hier zum Beispiel ein Schuhe von einem Set, von einer Rüstungsset. Und zwar für Elfen ist das, glaube ich. Nee, ist für alle. Und zwar hat man hier drauf eigentlich nichts Besonderes, es sei denn, man hat das volle, komplette Set an und hat man noch Zusätze drauf, so wie Resistance. Das ist auch ganz interessant, das behalten wir auch erstmal. Wenn man die dann komplett hat, ist das schon hilfreicher als das, was man jetzt so hat. Oh, hier ist ja noch mehr, oh mein Gott. Die sind tot, okay, der nicht. Aber jetzt. Aha. Mach euch fertig. Okay, da ist eine kleine Kiste. Gucken wir mal rein.
Geht nicht. Okay, schade. Dann ist nur die. Ich bin voll durch eine Falle durchgelatscht. Ah! Das, so könnte man eigentlich auch Healing skillen, aber ich glaube, das ist ein bisschen sehr langweilig. Oh! Zwei Gates nur wegen einer Falle. Ja! Ist ja genial. Aber jetzt hat die mehr Schaden gemacht. Jetzt hat die 36, glaube ich, gemacht. Eben hat die nur 25 gemacht. Ist dann auch nicht ganz... Und durch die nächste Falle. Ich bin bekloppt, ey. Was kommt denn? Oh. Also Poison-Elementare sind doch schon übler. Die dürfen auf jeden Fall uns nicht einfach so mal drankommen und vergiften. Ah, die Falle ist nicht ausgelöst. Oh, oh. Die Falle. Die Falle, ich kann nicht gehen. Die Falle funktioniert auch bei den Monstern. Ich werde bekloppt. Das ist ja geil. Das ist ja geil. Habt ihr das gesehen? Die Falle hat funktioniert. Jetzt nicht. Ha. Okay, gucken wir mal nach, was es hier so Schönes gibt. Handschuhe mit Glück, Mana, Regeneration, Hitpoints, Regeneration. Ja, ist ein bisschen niedrig. Ja, ist zwar interessant, was da drauf ist, aber es ist ein bisschen niedrig. Mit den Werten. Und hat fast 1000 Gold. Ich glaube, wir kommen unserem Haus heute doch schneller näher als gedacht. Das ist ja klasse. Hier ist frei. Dann gucken wir eben mal, ob wir die Kisten hier irgendwas knacken können. Die ist zu. Gucken wir mal, ob es geht. Nee, geht nicht. Ach, Quatsch. Wir machen den falschen Zauber hier. Wir haben die ganze Zeit den falschen Zauber genommen. Wir haben nämlich Falle entschärfen genommen. Das wollte ich aber gar nicht. Ich wollte ja Schaden haben. Die Axt zum Beispiel kann man auch fürs Holzfällen nutzen. Allerdings finde ich die nicht ganz so schön. Hier sind 11 Sachen drin. Oh, das ist noch von Weihnachten. Hier hat einer seine Weihnachtssachen reingetan und die kriegt man nicht mehr raus. Oh, ist auch nicht schlecht. Ho, 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 frohe Weihnachten. Ist ja geil. Bam, 42 Schaden zum Heilen. Sehr schön. 82 Gold. Reagenzien. Sehr schön. So, die bekomme ich leider nicht auf, aber sie sieht, sie sind schon auf. Okay. Wieder Healing Gain. Oh, schön. Das läuft doch super hier. Ein Air-Elementar. Immer eine Intelligenz Cloud. Das ist ja fies. Die Saudi. So. Aber 200 Gold. Das ist echt gut. Also wir sind fast an dem Geld dran, was wir brauchen für das Haus. Das ist klasse. Zack. Oh, oh. Hier ist voller. Ich habe da noch mehr gesehen. Haben die Bandschuhe irgendwas? Nee, ist lang. Erstmal die schlimmen Übel hier weghauen. Bevor wir uns an die leichten Sachen machen. Oh, ich liebe diesen Bogen, ey. Der Demon Collector, der ist einfach nur geil. Oh, 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 und respawn. Ey, das ist nicht fair. Autsch. Oh, und da ist auch noch Respawn an einem Skorpion. Ei, das ist nicht gut. Das Gift, das ist nicht gut. Können wir uns nämlich nicht heilen. Das gibt dann nur Probleme. Oh, Healing Gain. Yeah! Nein! Der kann sich zu mir porten. Das ist ja fies. Okay, was haben wir da so? Du. Schild interessiert mich nicht. Stäbe interessieren mich auch nicht. So, haben wir einen hier noch. Dann den Respawn da. Dann können wir hier lang gehen, glaube ich schon. Da ist eine Tonne. Also ein Fass. Zack.
Hier ist nix. Aua! Ich sollte mehr aufpassen, sonst hat uns irgendwann noch eine Falle hier komplett zerlegt. Hier ist auch nichts, okay. Boah, das ist aber fies, wenn die Falle dann aus dem Nichts kommt, so. Oh, ich höre schon wieder was. Ups. Hört sich irgendwie Feuerelementar oder so an. Yep. Feuerelementar beherrscht Blitz. Ja, hat auch nichts Interessantes. Nein, das ist weniger gut. Schnell. Boah. Ist das vielleicht fies? Ach, fall doch endlich um. Juhu. Schön, dass die drauf hören. So, da haben wir noch eine Leiche. Da haben wir noch eine Leiche. Und dann gucken wir mal hier unten lang. Also das sieht definitiv nach einer Giftfalle aus. Gasfalle, jo. Oh. Eine Seeschlange. Wow. Hey, der sieht aus, als wenn er auf Land kommt. Na? Na toll, da komme ich natürlich an die Sachen natürlich nicht ran. Das ist ja sehr gemein. Okay, hier ist nichts. Gucken wir mal hier hinten. Auch nichts. Ach Mann. Habe ich ja nur Pech. Jo, in 15 Sekunden kommt schon wieder ein World Save, das ist gut. Ich kann hier lang. Da ist eine Kiste. Wollen wir uns mal gleich die Kiste schnappen. World Save. Autschen. So. Das. Die Pfeile nehme ich mir ausnahmsweise auch mal mit. 10 Stück. Oh, wir haben schon die Hälfte der Pfeile weg. Autsch. Ein Schuss noch. Yes! So, gucken wir mal, was haben wir denn hier? Uninteressant. Interessant. Jo, kann weg. Oh, noch eins. Das Einzige, was wir wirklich noch machen müssen, ist mehr Dexterity bekommen. Damit wir schneller schießen können. Da hat er mich echt schon wieder vergiftet, ey. Auf mit dem blöden Gift. Giftelementar. Auch nichts Interessantes. 105 Token. Oh, nicht schon wieder eins. Ui. Ja, jetzt bin ich mal gegengelaufen und zwar hat der jetzt ein höheres Gift mir verpasst, was natürlich nicht so gut ist. Deswegen ist es immer wichtig, von dem fern zu bleiben.
Die haben auch tödliches Gift, was ich mit dem einfachen Entgiftungszauber nicht machen kann, sondern nur ein großes nehmen kann. Nee, das ist eine Streitaxt, das ist kein Beil. Jo. Haben wir hier einen Magier umgenietet. Hätten wir theoretisch jetzt auch eine Robe, aber ich finde Roben nicht ganz so toll. Ein Wasserelementar und ein Eiselementar, na toll. Machen wir erstmal das Wasserelementar, das geht schneller. Damit das nicht auch noch auf uns zaubert, weil 2 gegen 1 ist ein bisschen unfair. Nein! Juhu, wieder besiegt. Oh, diesmal nur 60 Token. Ja, unfair. So, gucken wir mal genauer hier herum. Da ist die tote Krake. Okay, hier scheint leer zu sein. Dann gehen wir mal hier entlang.